Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Risen 3 Let's Plays, wo wir gerade jetzt hier mittlerweile was hier alles erkundet haben. Stellt euch vor, wir haben hier das alles erkundet, bis zu dieser Kante, das hier alles, wo meine Maus dann geht, alles darunter, bis hierhin. Das hier haben wir alles erkundet. Alles. Wenn ich sage alles, meine ich alles. Und wir jetzt das hier oben noch erkunden wollen. Das hier, wenn wir damit fertig sind, wollen wir hier einmal rüberfliegen und gucken, dass wir hier drüben die Quest noch erledigen. Aber alles zu seiner Zeit. Weiter geht's. Wir erkunden diese Insel hier. Und ja. Wir werden vorankommen. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich die Kiste da nicht aufbekommen hatte, weil ich dachte, ich habe einen 50er Skill, aber ich hatte keinen. Werden jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das nächste Level up habe, beziehungsweise genug Skillpunkte habe, das lernen können, richtig? Fingerfertigkeit 4000. Es wäre noch nicht dran, es wäre momentan erstmal Fernkampf dran. So bitter sieht's aus. Ja, deswegen kommt das noch nicht, Stelle in Flagelle. Aber ich habe gerade etwas anderes gesehen. Schaut mal hier, das kostet 5000. Ich habe das nicht geskillt, dass das so teuer ist. Dadurch, dass wir das, was wir etwas gefunden haben, was den Skill erhöht und anscheinend das über 40 gegangen ist, kostet es jetzt 5000 Ruhm. Vorher hat es nämlich nur 4000 gekostet. Das heißt also, wenn ich Sachen finde, die meine Werte erhöhen, werden die Ruhmkosten trotzdem auch erhöht. Also macht es schon Sinn, dass wir immer das skillen, was gerade am günstigsten ist. Das machen wir uns da mit dem wenigsten Stress. Kann ich hier schwimmen? Nicht so richtig. Zumindest machen wir uns da mit dem wenigsten Stress. Und das werde ich auch weiter so durchziehen. Aber es ist zumindest gut zu wissen, weil sonst war es ja gerne mal so, dass die Skillkosten nicht erhöht wurden, wenn man zum Beispiel Pflanzen gegessen hatte. Und das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber es war halt relevant zu wissen. Hier liegt nichts. So, hier ist jetzt noch irgendwo der Turm. Da oben. Zu dem will ich noch irgendwie hin. Weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt hier der Fluss. Anscheinend von hier aus gar nicht. Wäre meine erste Einschätzung. Ja. Das heißt, ich laufe jetzt hier den Fluss entlang. Oder schwimme. Nehmen noch den Loot mit, den da oben auch. Wie hier hoch. Ich denke, das ist keine gute Idee, wo ich hier bin. So, hier auf der Seite des Flusses war ich schon. Das ist jetzt die andere Seite der Landzunge. Jetzt gehen wir also nach hier oben. Das heißt, von hier oben gab es gar keinen Weg lang. Das ist aber gar nicht schlimm. Achtung, jetzt komm ich. Nur wichtig zu wissen. Schön, dass ich das Vieh erst mal wieder tanken darf. Jetzt habe ich es erstmal geblockt. Das hat anscheinend tatsächlich was gebracht. Federn habe ich jetzt erhalten, anstatt nur Essen. Sollte vielleicht öfters mal das probieren, ob mir Blocken was bringt, aber ich hatte irgendwie Blocken nicht mit in mein Kampfziel reingenommen. Aus irgendeinem Grund hatte ich das gelassen. Naja, ich bin eh noch unschlüssig, wie ich am besten kämpfe. Hier oben kommen die nächsten Skelette, das weiß ich schon. Die nehmen wir erstmal mit. Na, der kommt leider auch. Ich habe ein wenig Schiss vor dem da. Ich glaube, die Angst ist berechtigt. Wenn ich mir angucke, wie viel Damage ich gerade schon wieder bekommen habe, ist die Angst definitiv berechtigt. Alter.
Lass mich doch mal durch deine Deckung, scheiß Skelett. Also entweder ist Bones jetzt tot oder er ist runtergeplumpst. Oh! Ich vermute, er ist runtergeplumpst. Kriegen das hin? Ich muss nur das Skelett erstmal töten. Oder auch nicht. Ich kann mich erst um den kümmern. Das ist egal. Ach ja. Wie sieht's denn aus? Kriegen wir denn die Skelette alle einzeln gepult? Das sieht bis jetzt gut aus. Perfekt. Jetzt muss ich ihm noch bei seinem Skelett helfen. Das war's mit dem Vieh. Und jetzt müssen wir noch den Schatten da oben tot bekommen. Looten wir erstmal fix, bevor der kommt. Aha. Ist interessant. Oh. Du, nicht. Bitte helfen. Nicht zaubern helfen. Ja, ich weiß, deine Heilung war auch Hilfe. Mann, 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 Mann. Also diese Schattenwächter, die sind immer noch. Ich möchte sagen, eine Herausforderung, aber manchmal ganz schön nervig. So, jetzt möchte ich hier hin. Perfekt. Ich dachte schon, ich fall zweimal runter. Speichern. Oh, Bones schafft das auch. Okay. Das einmal looten. Da wollen wir nicht höher. Obwohl es interessant wäre, was hier oben ist, aber da kommen wir ja nicht hin. Laut Weltkarte, ja, kommen wir da einfach. Wir kommen nicht ins Kontinent. Ins Landesinnere. Ja. Eisgolem ist wie immer anfällig auf Pistolenschüsse. So, jetzt könnten wir das hier lernen. Machen wir das? Ja, wir lernen das einfach. Scheiß drauf. Bevor ich wieder lange diskutiere, zack. Dann haben wir wieder nichts mehr, was 4000 kostet. Und sobald wir 4000 haben, würde ich Fingerfertigkeit lernen. Und wenn ich dann noch dran denke, nochmal zu diesem Schloss gehen, was ich jetzt nicht glaube. So, es geht einmal hier unten lang und es geht hier in den Turm. Ist hier noch irgendwas? Nö. Erstmal nicht. Bin auf... in den Turm. Der Turm könnte jetzt eine Gefahr werden. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder auch nicht. Er hat einfach nur ein bisschen Loot. Eine Voodoo-Puppe... Schwerton hat, glaube ich, Werte erhöht. Okay, nichts Besonderes Turm. Das ist auch nicht der Turm, wo ich hin wollte. Der Turm steht da drüben. Das ist der Turm, wo ich eigentlich hin will. Der auf der Karte angezeigt wird. Muss ich hier schon wieder fragen, wenn man das sieht. Soll man da per Papageienflug nach da drüben fliegen? Vermutlich schon. So, was habe ich jetzt hier zu essen gefunden? Schwertlohn. Nahkampf. Alles klar. Lernen, mitnehmen. Scheiß drauf. Wir laufen erstmal unten lang. Also da oben habe ich eine Reiselust gesehen. Das ist die Frage, ob ich jetzt dafür einen Papageienflug benutzen möchte. Oder ob ich mir das spare. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist, hier überall runter zu hüpfen. Und in den Turm ist eine Kiste.
eine 90er Kiste. Traurig. Traurig, traurig, eine 90er Kiste. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ich werde mich nicht beschweren, aber traurig. Also, man könnte jetzt noch nach da oben auf den Turm fliegen. Wie gesagt, da habe ich eine Reiselust gesehen. Wir können ja gerne noch mal gucken, ob da noch mehr zu sehen ist. Dort. Genau über meine Feder. Meine Feder zeigt auf die Reiselust. Aber was da drinnen ist, kann ich nicht erkennen. Also dort könnte noch was Wertvolles versteckt sein. Muss aber nicht. Der Baum zeigt es mir nicht unbedingt obvious an. Ach komm, wir lassen es. Wir fliegen nicht da rein. Bevor ich mit Star wieder sinnlos verrenne. Als nichts dagegen, wir haben genug Papageien-Dinger, wir könnten da easy mal reinfliegen. Aber wir gehen jetzt nach da oben. Damit haben wir alles außer das auf diesem Kontinent erkundet. Und das werden wir jetzt auch einfach noch erkunden. Machen wir da keine großartigen Sorgen. Achso, und natürlich das hinter dem Lavafluss, das hier habe ich natürlich auch noch nicht erkundet, ne? Das wird aber auch nochmal so ein Akt für sich werden. Hier ändert sich jetzt die Luft, der Farbeffekt, wie wir schon sehen. Wir sollten vorsichtig sein. Hindwitch? Hier regiert der Tod. Ja, ich merke das schon. Also hier ist jetzt tatsächlich... Vorsicht walten angesagt. Aber dadurch, dass ich Trophäendingens habe, könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht sogar guten Loot findet. Autsch, autsch, autsch. Das wird gleich gefährlich, wurde es nicht. Sehr schön bei uns. Sieht auch sehr gut aus, was du hier gemacht hast. Nur. Oh, das fliegt ja auch noch so weit weg. Verdammte Schatten! Der steht nicht mehr auf. Eigentlich wollte ich den noch looten. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Tack. Ja. Dann klatschen wir halt erstmal alles weg, bevor wir dann in Ruhe looten. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Genau das dachte ich mir auch gerade. Der hält aber gar nicht so viel aus. Okay, wir müssen Bones dazu bringen, dass er mir helfen kann. Ich brauche Heilung. Wir arbeiten dran. Ich arbeite dran. Ich kann jetzt nicht gemütlich spielen. Ich muss jetzt hier mal kurz ein wenig offensiver spielen, beziehungsweise einfach mal ein bisschen Zeit schinden. Ich hab etwas zu viel hinter mir. Das wird ein längerer Kite-Akt. Meine HP recken sich auch jetzt nicht so gut. Bones, wie sieht's denn aus? Perfekt, so. Hilf mir doch mal bitte. Schnapp dir etwas und töte es. Ich kite weiter. Ja, schön. Danke, 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 danke. Alles cool soweit. Vorsicht.
Bei uns der Held im Zelt. Ouchi. So, wen tankst du jetzt? Bei uns! Noch tankt er gar nichts? Wir müssten unsere Rollrichtung korrigieren. Da jetzt, Bones, hau was, hau was, hau was. Er haut das Große. Das ist gar nicht so dumm. Wenn ich mich damit den Kleinen hier beschäftigen könnte. Perfekt, jetzt noch den. Wie schön, aber selten. Okay, Bones hat es zerlegt. Das ist natürlich ungünstig, weil ich erstmal noch den anderen hätte töten müssen, bevor das passiert. Und der ist so, hat so viel, so wenig Leben noch. Den müsste ich doch noch schaffen, komm. Die Frage ist, ob Bones danach wiederbelebt wird, aber ich glaube schon. Schergen ist tot. Perfekt. Das schaffen wir noch. Kurz auf HP warten. Wir müssen wenigstens einen Hit fressen können. Speichern. Auf HP warten. Es ist so lame, es ist mir so scheißegal. Ihr kennt das mittlerweile, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr. Wir spielen ein Rollenspiel, also lebt damit, dass ich rolle. Wer Dark Souls sehen möchte, der kriegt Dark Souls von mir zu sehen. Bin ich gnadenlos mittlerweile. Nicht gut. So, jetzt könnten wir so langsam mal wieder riskieren, einmal drauf zu hauen. Was ist passiert? Okay. Wir looten einmal alles. Es war überhaupt nicht unnötig, was wir hier gerade gemacht haben. Den da töten. Looten. Den hier looten. Da haben wir die Quest abgeschlossen. Also, ich habe jetzt eigentlich nur mit einer Sache ein Problem gehabt. Und zwar, dass hier so viel auf einmal gespawnt ist. Wenn wir das ein bisschen nicht so dumm gepult hätten, wäre das sogar gar nicht so scheiße geworden. Aber wir haben es ja geschafft. Ich habe alle Tricks und Kniffe benutzt. Wir haben Bones vollständig ausgenutzt, dass er so lange für mich tankt, beziehungsweise erstmal die kleinen Mobs tötet und danach für mich tankt. Und die großen Mobs tötet. Dass wir zum Schluss tatsächlich immer nur gegen einen kämpfen mussten. Das war unerwartet gut. Ehrlich, es war echt unerwartet gut. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich eigentlich gedacht, okay, das war's, wir sind tot. Ist nichts zum Looten? Da ist noch, na gut, ist noch ein Krug. Dachte, was Cooles, nee. Oh, Kristallader. Kann ich ja schon. Auch wenn ich es nicht gut kann, kann ich's. Und das hier. Zu schwierig. Ich immer noch nicht auf. Wir haben. Wie viel? 1400 Ruhm waren das gerade mal. Wir haben so viel Mobs geklatscht. Da haben wir gerade mal 1500 Ruhm gemacht von 4000, die ich bräuchte, damit ich die beiden Kisten aufkriege. Na gut. Wir werden nächste Folge hier weiter erkunden. Wie ihr seht, kriegen wir das hier easy hin. Was soll schon noch Schlimmeres passieren, ne?
Naja, jetzt bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag immer zum Schluss. Tschö mit Ö!